Hallo und willkommen zurück zu Steel Rain. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, momentan arbeiten wir daran, uns forschungsmäßig auf den letzten Planeten vorzuarbeiten. Muss man natürlich mal gucken. Hier, Resource Sharing waren wir zuletzt dran. Na? Wieder mal wieder nicht. Warum sind wir jetzt wieder zurückgesprungen? Geldmäßig sind wir top dabei. Das natürlich bedeutet, wir können uns auch langsam Sachen kaufen, die wir eigentlich weniger brauchen. Mal sehen. Ah, dafür fehlt uns das Level. Drohne bin ich soweit eigentlich zufrieden. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Overload, super voll, Skill Modes. %33 Overload-Items zu sparen. Naja, wir haben das Geld ja eh. Angebote gibt's keine. Und hier sind wir wieder bei Panzerung. Okay. Gut. Haben wir denn was bei Aufträge? Schwierigkeit 10, Feuermodus rot. Eskortiere den Aufklärer. Eskortmission. Säubere das Gebiet, beende die Mission, vollständig repariert und Feuermodus gelb. Das könnten wir schaffen. Also Feuermodus gelb kriegen wir, vollständig repariert. Wir haben die Reparatursets dabei. Schaden nach Möglichkeit zu vermeiden. Was nicht absolut einfach werden dürfte, aber... Wieso nehmen wir jetzt eigentlich wieder so viel Schaden? Hängt das am Schwierigkeitsgrad 3? Das könnte ich mir eigentlich noch vorstellen, aber... Vollständig repariert hat uns natürlich ein bisschen was gekostet, aber Auftrag abgeschlossen.
Praktische ist, die Reparatursets, die wir eingesetzt haben, haben wir dafür natürlich direkt wieder. Wir hatten uns auf Supergrün eingestellt. Da könnte man natürlich auch einfach mal... War das eine gute Idee, den Boss zu... Probieren wir es einfach nochmal. Da ist uns ein Grünmodus-Upgrade gerade entgangen, aber hier haben wir das nächste. Ja, es war eine schlechte Idee, dieses Level mit dem Grünen zu machen, aber das schaffen wir schon. Wir lassen uns doch von so einem Bossgegner nicht unterkriegen. Machbar ist es in jedem Fall. Gut, mit unserem Maximalstufen-Reparaturmodus. Modus C sollte uns das Einsammeln etwas leichter fallen. Weil wir natürlich auch versehentlich häufiger mal so einen roten treffen konnten, aber... Wird schon passen. Ja, boah, sind wir reich.
und die Forschung ist abgeschlossen. Unterhalte bis zu 2 Baustellen zugleich. Danach Massenproduktion, Zitadelle des Staats. Okay, Zitadelle des Staats ist etwas, da möchte ich, denke ich mal, schon hin. Aber 40 Nahkampfkills. Ja, wenn wir ein Schwert hätten, wäre das... jetzt einfach mal eine Orbitalpatrouille mit dem lila Laser. Einfach weil ich Lust auf die farbliche Abwechslung habe. Mir nicht den Grünen, wenn ich mit voller Absicht schon vorher eine andere Farbe gewählt habe. Man sollte meinen, mit so einer weiten Streuung wäre das Spiel einfacher, aber tatsächlich ist es schwieriger, weil man selber nicht mehr so viel sehen kann. Aber auch in den anderen Farben müssen wir einfach mal ein bisschen üben. Ansonsten rosten wir da einfach ein. So. Es ist natürlich die Frage, womit beschäftigen wir uns? Wir könnten natürlich noch ein bisschen versuchen, die Kolonien aufzubauen, aber... gerade was vorbeigeflogen, aber ich war zu langsam. Zwei Bauprojekte zugleich, Geschichte. Energie ist übrig, Leute sind auch noch übrig. Zwei Bauprojekte zugleich brauchen wir wahrscheinlich am ehesten, wenn die Umbaugeschichten laufen. Hier ist zu wenig Strom. Jetzt hat alles wieder Strom, das macht auch wenig Sinn.
So. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wie sieht es denn hier aus? Diese Konstruktion abgeschlossen, Benachrichtigung ist suboptimal. Doch, doch, da sind wir schon richtig. Nein, nein, ich wollte nicht wechseln. Der ist schon gut. Ich würde nur gerne wieder auf unsere starke Seite zurück. Bevor wir hier anfangen, wieder eine Patrouille zu kriegen. Die Forschung ist zur Hälfte durch. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber das sollte trotzdem nicht zu katastrophalen Problemen führen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Geschosse farblich nicht verwechseln. Ja, geldmäßig sind wir natürlich momentan, aber mal so richtig. Versuch mal hier mal ein bisschen zu optimieren. Also könnten wir da wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen.
Ja, hier wird noch gebaut. Forschung, wie lange dauert es noch? 1:36. Ja, die Tutorials spielen wir jetzt nicht nochmal, aber... keine Schwierigkeiten mit haben. Und es sieht nicht so aus, als ob wir damit irgendwelche Schwierigkeiten hätten. Oh, das war ein kurzes Level. Aber wir wollten uns ja auch nur kurz über die Wartezeit auf die Forschung die Zeit vertreiben. So. Ja, da hagelt es Punkte. Sind wir schon durch? Schade. Gut. Nutze 100% der planetaren Produkte für alle Konstruktionen zugleich. Okay. Dort 11 Minuten. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr durchkriegen. Aber, auch wenn uns das Reset jetzt ein bisschen kostet, auch wenn das jetzt ein bisschen Punkteverschwendung ist, aber verbesserte Feuerrate. So. Jetzt stellen wir die Bewaffnung.
Mann. Schauen wir doch einfach mal, wie weit und wie gut wir mit dem roten Modus durchkommen. Spielmodus gut. Kleinere Schäden können wir ohne weiteres hinnehmen. Und das war jetzt. Aber das macht nichts, wir kommen schon irgendwie da. Besser den Lilanen aufrüsten, als gar nichts haben, ne? Für einen Highscore hat's gereicht. Also war es alles gar nicht so schlecht. Es ist nicht, als ob wir das Geld brauchen würden, ne? Aber wenn man es uns schon in den Kopf schmeißt. Mist, aber auch. Das kommt, wenn man unvorsichtig ist. Ah, okay. Mein Controller hat wohl offensichtlich mal wieder Macken. Und ich dachte, ich bin unvorsichtig. Naja. Sei es wie es ist. Die Zeit ist eh fast vorbei. Dann schauen wir nochmal kurz bei unseren Kolonien rein. In jedem Fall sage ich schon mal, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen gewesen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet natürlich nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Hoppala, feindliche Aktivität, Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und um die Feinde kümmern wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao!